Hallo Freunde und herzlich willkommen bei CF Kritik. Und jetzt gibt es mal eine kurze Meinung zur Blu-ray von Unbroken, die am morgigen 28. Mai 2015 erscheinen wird. Viel Spaß dabei. Herausgegeben wird das Ganze von Universal Pictures. Insofern haben wir auch wieder die dünne, eckige Blu-ray-Armory, die sehr cool aussieht. Gefällt mir richtig gut. Beim Cover bin ich auch sehr zufrieden, denn Universal hat mal wieder ein Wendecover eingebaut. Und somit haben wir den nervigen FSK und das nervige UV-Logo nicht mit dabei. Und dann sieht das Ganze so aus, da ist wirklich nichts drauf, bis auf den Unbroken-Schriftzug und die Info, dass es ein Angelina Jolie-Film ist. Immer noch sehr ungewohnt, sie jetzt als Regisseurin zu erleben, finde ich aber eine coole Sache. Deshalb gefällt mir das Frontartwork richtig gut. Auf der Rückseite haben wir die Infobeschreibung, ein paar Screenshots zum Film, also die Infobeschreibung, dann ein paar Specials, die mit dabei sind. Über die werden wir gleich nochmal sprechen, wenn wir zur Zubehör kommen. Und noch ein paar Infos und Logos zu den Verleihern des Films. Hier an der Seite, das finde ich auch richtig cool, hat man wirklich nichts drauf, bis auf das Universal-Logo und Universal Legendary und Blu-ray-Logo. Also das sieht im Schrank dann auch wirklich nachher richtig cool aus. Und deshalb gefällt mir die VÖ an sich richtig gut. Kommen wir nun zu den technischen Details. Und zwar haben wir eine Tonspur von Dolby Digital 5.1, okay, das ist okay, aber 7.1 hätte ich mir vielleicht schon gewünscht. Ansonsten bei der Zubehör, wie ihr wisst, liebe ich ja immer diese Specials. Die sind ja bei vielen Filmen immer sehr ausgiebig mit dabei, besonders bei Foxes hatten wir bei Planet der Affen stundenlange Specials, aber auch bei Exodus so. Da kann man sich satt sehen, da weiß man nachher genau, wie ich diesen Film gemacht habe. Kann man am besten gleich den Film selber drehen, finde ich eine richtig coole Sache. Bei Mordecai zum Beispiel war das ziemlich wenig, es ist ziemlich mager ausgefallen, ist bei Studiokanal ja des Öfteren so. Hier ist es in Ordnung, aber wirklich auch nur Mittelmaß, da ist jetzt nicht viel mit drauf. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen, okay, das ist fast immer so. Und eine Begegnung mit dem echten Luis Zamperini, das finde ich cool, okay, da weiß man ja, so sieht er aus, wenn nicht gerade Jack O'Donnell spielt. Ansonsten haben wir noch ein paar andere Sachen draus, wie Cinderella, Luis Weg zur Vergebung und unveröffentlichte Szenen, aber es ist wirklich nicht so viel. Finde ich aber in Ordnung. Dafür haben wir bei der Zubehör, wie das bei Universal immer so ist, einen V-Code mit dabei. Der liegt da vorne. Habe ich schon eingelöst bei Flixster. Finde ich immer eine coole Sache. Dann kann man sich eben auch auf dem iPad oder auf dem Handy angucken. Ist halt jedermanns Sache, aber ich finde es cool. Das sollten vielleicht noch ein paar andere Flyer wie Disney auch mal mit einbauen. Deshalb ist die Universal da so in manchen Sachen, was halt V-Codes angeht oder Veröffentlichungen, ein bisschen voraus, muss ich sagen. Ansonsten, ja, ist es eine tolle VÖ geworden. Das möchte ich noch kurz auf den Film eingehen. Ich habe ihn mir angesehen und mir hat er richtig gut gefallen. Er lief ja zeitgleich mit Herz aus Stahl in den Kinos. Finde ich eine witzige Sache. Angelina Jolie und Brad Pitt machen beide einen Film. Beide Kriegsfilme, nur einmal als Regisseurin und einmal als Hauptdarsteller. Ich muss sagen, mir hat Unbroken besser gefallen. Klar, Herz aus Stahl war richtig hart. Er hat gezeigt nochmal, wie schrecklich Krieg ist. Er war gut gespielt, aber teilweise war er mir halt viel zu patriotisch und auch das Ende war ziemlich unsinnig. Ansonsten wird Herz aus Stahl 6 von 10 Punkten geben und Unbroken bekommt von mir klare 8 von 10 möglichen Punkten. Der Film hat mich einfach seelisch so sehr berührt. Er war sehr gefühlvoll. Man hat mit dem Charakter mitgefühlt. Also Jack O'Donnell hat hier grandios gespielt. Einfach eine richtig atemberaubende und sehr bewegende Geschichte, die der Zamperini hier gegangen ist und ja, einfach eine tolle Sache und Angelina Jolie hat bewiesen, wie toll sie Regie führen kann. Also ich fand den Film richtig gut. Allerdings muss ich sagen, mit seinen 137 Minuten ging mir der Film ein bisschen zu lang. Also teilweise war es ein bisschen langatmig, denn es ist halt doch teilweise relativ wenig passiert. Ich habe mich nicht gelangweilt, aber teilweise hat sich das Ganze ein bisschen gezogen und man fragt sich, ja, kann man dann vielleicht nicht ein bisschen schneller fortfahren? Ansonsten war es wirklich ein richtig guter Film. 8 von 10 Punkten. Bisschen was ziehe ich wegen der Länge ab. Ansonsten hat mich der Film echt berührt. Hat Herz aus Stahl bei mir nicht ganz geschafft, nur bei Logan Lerman. Der war halt ein bisschen so oberflächlich. Der Film hat an der Oberfläche gekratzt, versucht ein bisschen einzuführen in die Kriegswelt, aber es nicht ganz geschafft. Ich finde, Unbroken ist hier sehr viel gefühlvoller. Deshalb bekommt er von mir auch eine höhere Punktzahl. Und ansonsten war es das jetzt mit meiner Meinung zur Blu-ray-Veröffentlichung von Unbroken. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir für euch. Ab morgen am 28. Mai ist das Ganze in den Läden erhältlich auf Blu-ray und auf DVD. Außerdem könnt ihr euch das Ganze bei Amazon bestellen. Link ist in der Infobeschreibung. Ansonsten würde mich jetzt eure Meinung interessieren, was ihr von diesem Film haltet. Habt ihr euch im Kino angesehen? Werdet ihr euch die Blu-ray kaufen? Wird euch meine Review gefallen? Schreibt das alles gerne in die Kommentare. Natürlich könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach oben geben. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Doch bevor, hätte ich jetzt fast vergessen, habe ich ja vorhin schon mal kurz
in die Kamera gehalten, habe ich hier noch eine original verpackte Blu-ray und die wird es morgen dann zu gewinnen geben. Gibt es ein cooles Gewinnspiel, eine Verlosung zu, also einmal eine Blu-ray zu Unbroken, könnt ihr gerne mitmachen, wenn ihr den Film kostenlos haben wollt. Wir sehen uns dann im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.